Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Ich bin mal wieder unterwegs in Wien mit diesem upcoming Influencer. Hallo. Alans Fitz, abchecken. Es ist schon abends, aber der Mann war schon bei Goldies. Das ist, würde ich sagen, und jetzt nicht negativ gemeint, schon eine Kopie von Goldies. Wie sie es verpacken, wie sie es anrichten, wie sie es zubereiten. Aber wir sind hier in Wien und in Wien ist das ganze Game noch nicht so auf dem nächsten Level. Wenn die das jetzt hinbekommen, dass man sagt, wir machen hier einen vernünftigen Burger, wäre ich so happy. Und diesen Burger kannst du samstags bis 4 Uhr nachts. Ich glaube, das war sehr geiles. Den gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich war so ziemlich am Anfang war ich dort. Bro, es ist ein solider Burger. So wie man, also es ist so, wie man es kennt, so Senf, Ketchup. Also du würdest sagen, das ist schon, ist das so ein Goldies-Burger? Bro, immer wenn ich dieses Wort Goldies höre. Nee, ich meine in dem Style von Goldies, nicht auf dem Level von Goldies. Nein. Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, die machen den McDonald's-Cheeseburger auf ihre Art, ein bisschen Premium. Genau. Ich habe zum Beispiel, es ist ein McDonald's drei Gassen weiter. Ich habe mir den Burger geholt, habe mir aber Pommes vom McDonald's geholt. Ah, das heißt, die Pommes sind schlecht dort. Dann hatte ich... Okay. Ich will noch nicht zu viel verraten. Okay. Schau dich mal diese wunderschöne Stadt an. Hello darkness, my old friend. Wien, ich liebe dich. Könnt gerne ein Abo dalassen, das euch nichts kostet, aber mich deutlich unterstützt. Tatsache, dass hier sehr viele Lokalitäten sind, wie das Techno-Café oder hier der Volksgarten, ist der Burgerladen auch hier in der Nähe. Das heißt, Samstag hat der nicht umsonst bis um 4 Uhr offen. Und genau deswegen will ich jetzt essen. Ist das nur so ein Burger, den man sagt, den kann ich essen, wenn ich komplett drunk bin? Oder den kann ich essen, wenn, egal wann, also er ist wirklich gut. Ja, da oben ist Museumsquartier und das ist eigentlich genau der Eingang von Foga. Da vorne ist das Parlament eigentlich gleich, hier vorne. Okay. Ja, ich habe das schon in 40 Videos gesagt, ich war da drin. Herzlich willkommen bei Famous Burger. Ja, ein Ort, wirklich, der hätte nicht besser gewählt werden können. Aber natürlich ist es auch ein Ort, wo man sagen kann, boah, das ist komplett trashy und sowas. Bestellung funktioniert folgendermaßen. Klicke mich, um zu bestellen. Takeaway. Es gibt nämlich nur Takeaway. Welchen Misch? Ich glaube, ich nehme einfach Double Smash Cheeseburger. Boom. Beilagen, Cheese Fries, Warenkorb. Preislich 22,80, Pommes, zwei Burger, ist okay. Ja, es geht eigentlich. Ist okay, kann man sich jetzt nicht heavy beschweren. So. Chill, ich schwöre chill. Muss ich sauer werden oder was, Bruder? So. Trinkgeld fürs Team. Es ist wahrscheinlich auch der kleinste Burger-Imbiss, den ihr in Wien finden könnt. Ihr habt wirklich... Preparen hier die Burger. Da oben ist die Grillplatte. Da wird das Brot erhitzt, da werden die Pommes gemacht. Da ist die Fritteuse. Das heißt, wenn hier mal wirklich viel los ist, kann es sicher auch mal 10, 15 Minuten dauern. Ich will jetzt gar nicht so schlecht reden. Aber deswegen bin ich sehr happy, dass es das Ding hier gibt. Weil boom, du hast hier deinen Zettel so. Ich glaube, wenn auch nicht zu viel los ist, kannst du auch direkt bei dem Mann bestellen. Tut das Fleisch so schlagen? Martin's Potato Buns, Fries. Ich habe jetzt gesagt, wir sollen die ein bisschen länger drin lassen, ein bisschen mehr salzen. Ja, kannst du die ein bisschen knuspriger machen? Das wäre super. Bisschen länger drin lassen. Okay. Danke und viel Salz. Also zwei Sachen kann ich euch schon mal sagen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Erste Sache ist, das Brot, obwohl die... Haben die eine Butterrolle fürs Brot? Habt ihr so eine Butterrolle fürs Brot? Nur so das Brot so drauf. Fettrolle fürs Brot. Aber buttert ihr also Fett? Er hat das Brot nicht angetan. Ich schwöre, er hat es nicht. Da war kein Fett drin. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Für die Soßen haben sie einen Portionierer. Für die Zwiebeln haben sie so einen Portionierungslöffel. Und für die Gurken, die kannst du einfach abzählen. Die Gurken sind in diesem V-Cut abgeschnitten. Was sehr, sehr schlau ist, weil du mehr Fläche hast, falls du die selber noch würzt. Ob du jetzt MSG an diese Gurken machst oder Pfeffer, Salz. Es hat mehr Fläche, um es aufzunehmen, den Geschmack. Gut, aber weißt du, bei der Martens muss ich sagen, kannst du nichts falsch machen, weil es schmeckt eh gut. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Vom Prinzip her gleicher Aufbau. Wir haben den Karton, wir haben diese Burger, man hätte noch diese Käsesoße bestellen können, aber ich mag die auch nicht so gerne bei Goldies. Ich finde die leckerste, die ich bis jetzt gegessen habe, das muss man denen lassen, aber ich bin Mensch. Mein Cheeseburger will ich mit der richtigen Menge an Cheese und da will ich nicht noch meine Hand gefühlt reindippen und kurz tauchen gehen in Cheese. Das hier sind wahrscheinlich die perfekten Maßangaben für Pommes. Ob das 5 oder 7 mm sind, das weiß ich nicht, aber das sind einfach die typischen McDonald's Pommes. Pommes haben die nicht getaugt. Die sind zu salzig, aber ich habe gesagt, er soll sie extra salzig machen. Ich glaube, da ist auch Pfeffer oben oder so, ne?
Boah, einer ist zu McDonald's gegangen. Ich schwöre, das sind die perfekten McDonald's-Pommes. Die hier bekommen jetzt direkt mit Ansage, die sind zu salzig, aber ich habe gesagt, mach extra salzig. Das ist meine Schuld, das ist eine 10 von 10. Pommes sind 10 von 10. Innen hast du Kartoffel, außen hast du perfekten Crunch. Jetzt wird's spannend. Ich sage euch jetzt eine Sache. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Er hat's gut versteckt. Er hat das Brot nicht gebuttert. Schaut, er hat das Brot nicht gebuttert, als es draufgelegt hat. Das heißt, es ist nur angetoastet. Das regt mich sehr auf. Trotzdem rohe Zwiebeln, Senf, Käse, Essiggurken, unten die eigene Soße. Das heißt, es ist eigentlich nicht wie ein normaler Cheeseburger von McDonald's, aber es ist ein Mix aus. Wir benutzen unsere eigene Soße und wir machen den McDonald's-Burger. Am Ende des Tages, ob das jetzt eine Kopie ist von Goldies oder nicht, sagt es mir gerne in den Kommentaren. Man darf aber nicht vergessen, das hier ist ein ganz normaler Imbiss, der noch humane Preise hat, sage ich mal. Das kann man bezahlen, wenn man Bock hat auf Burger. Die Kruste sieht vernünftig aus, der Käse ist gut geschmolzen. Ja, das Einzige, was ich jetzt gerade vom ersten Blick zu meckern habe, ist einfach nur, dass das Brot nicht gebuttert wurde. Weil die Butterrolle, ah, da war kein Butter drin. Ich hätte das gecheckt, hätte er das gebuttert und draufgelegt, dann wäre das schön braun innen. Martin's Potato Bun, sehr, sehr geiles Bun. Matschig, gatschig, wie die Österreicher sagen. Schmeckt einfach gut. Fleisch, muss ich sagen, Kruste sitzt, kann man nicht meckern. Rohen Zwiebeln, für mich könnten da noch mehr drin sein. Die Soße harmoniert mit dem Käse. Das Ding hier, Real Talk, kann sich blicken lassen. Besser. Besser? Besser. Boah, ich habe gar nicht gewusst, dass du da eine eigene Soße reintun, gell? Da ist auf jeden Fall kein Ketchup drin, so. Da ist nur Senf. Senf ist oben und die eigene Soße ist unten. So eine Cocktail-ähnliche Soße. Okay, okay. Dass man den in Verbindung bringt mit nachts, ich bin besoffen Burger, ist ein bisschen zu gut für. Der ist viel zu gut und ich glaube, ich will mir hier jetzt nicht zu weit aufs Fenster lenken, ich glaube, das ist auch einer der besten Burger, die man, glaube ich, bestellen kann. Weil ich habe noch nie gute Burger bestellt in Wien. Das Ding ist, wenn du Burger bestellst, du kannst auch oft nur so Burger bestellen in so Lokalen, wo der eigentlich nicht gehen würde. Ich weiß eh, was du meinst. Ich kenne diese Burger, so dickes Patty, bla bla bla. Der könnte bestellt gut ankommen, ja. Oder ich glaube, der ist gut bestellt. Das ist so der perfekte Late-Night-Snack, ich schwöre euch eins. Ich bin gerade nicht mehr so in der Mut, dass ich so heftig feiern gehe, aber ich würde manchmal hierher kommen, mir zwei Bier reindrücken und zwei von den Burgern und dann wieder schlafen gehen. Und die Pommes? Hab mein Herz. Das ist doch dieses, okay, ich bin erwachsen geworden, ich gehe nicht mehr feiern, aber Jungs, kommt mal raus, wir gehen zwei Bier trinken und essen uns so fett Burger rein, weißt du, ich meine? Hier, man sieht schön, das Fleisch, Fett geht rein, die Kruste. Probier mal nur das Fleisch, komm. Ja, beim Fleisch kann man noch 100% ein bisschen arbeiten und da kann man auch noch ein bisschen mehr Flavor reinbekommen. Aber im Gesamtpaket mit den Soßen, mit dem Käse, wow, will ich hier gar nicht viel aussetzen. Ich sag so, wie es ist. Jeder Wiener, der den hier probiert hat oder probieren kann, geht ihn am besten jetzt noch probieren. Falls ihr ihn schon probiert habt, Hashtag 1 bis 10 in die Kommentare. Eure. Ich gebe diesem ganzen Ding eine 7,7. Das ist eine faire Bewertung und ist wirklich ein stabiles Ding. Stabiles Ding. Eine 7,7 hört sich negativer an als es ist. Nimm. Aus Smash. Ich möchte wirklich wissen, wie ihr diesen Burger findet, weil ich finde ihn sehr, sehr gut. Und ich sag so, für mich ist eine glatte 8. Und bevor ich jetzt diese Pommes esse, möchte ich mich mal bei allen Leuten bedanken, die hier ein fleißiges Abo dalassen. Gerade gehen die Abozahlen sehr, sehr hoch. Dankeschön. Die 100-Menschen-Folge aus Wien, weiß ich jetzt noch nicht, ob die an diesem Sonntag kommt, aber ich bin gerade in einer Planung für eine sehr, sehr krasse Folge. Deswegen seid gespannt. Lasst ein Abo da, falls ihr es nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns wieder am Sonntag. Falls jemand von Babo dieses Video sieht, mich würde wirklich interessieren, wie ihr eure Pommes würzt. Glocke aktivieren.